erstmal ganz herzlichen Dank für diesen warmen Applaus, als ich hier reingekommen bin. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben unser Ziel als Bundespartei, stärkste Kraft im Land zu werden, das Ziel haben wir erreicht. Und das wird eben immer deutlicher, auch bei den Hochrechnungen, die sich noch immer ein bisschen schwankend darstellen. Aber wir sind die stärkste Partei. Ich glaube, davon kann man heute Abend ganz sicher ausgehen. Und davon hätte niemand und darüber hätte niemand geglaubt, dass es so weit kommt, als ich vor Monaten auf die Liste gesetzt wurde und vor Monaten gesagt habe, ich bin bereit, hier den Wahlkampf zu machen. Da waren wir bei 14-15%. Und das muss man ganz deutlich sagen, es ist Olaf Scholz. Es ist seine Sturheit, seine Gelassenheit, sein Glaube an sich selber. Die Art und Weise zu sagen, ja, ich werde der nächste Kanzler, weil ich der Beste bin. Und genau das hat auch im Ergebnis dazu geführt, dass die Menschen gesehen haben, er ist derjenige, der es wirklich kann. Deswegen an dieser Stelle von meiner Seite aus einen ganz hohen Respekt Olaf Scholz gegenüber. Ich glaube, Olaf Scholz ist wirklich unser Spitzenkandidat.